Von der Tuning-Szene bereits heiß ersehnt, fand am 12. und 13. März 2016 auf der Saarmesse im Rahmen der Intermoto der große Pimp-Contest statt. Für die Bewertung der Umbauten war eine fachkundige Jury zuständig. Diese bestand aus einem Vertreter der Messe, einem Kfz-Sachverständigen, Alexander Linzner als Vertreter der Pimp-Szene sowie dem Quad-Händler Thomas Sackstäder. Bereits im Vorfeld war klar, dass ein paar bunte Aufkleber bei diesem Pimp-Contest nicht ausreichen würden, aufwendige Eigenkonstruktionen mit perfektem Finish auszustechen. Entsprechend hochkarätig war das Teilnehmerfeld. Im blau-weißen Partnerlook traten eine Yamaha Banshee und eine 700er Raptor aus der saarländischen Szene an. Ein spektakuläres Gerät auf Basis einer Yamaha 700 Raptor fuhr Manfred Eufinger von Funquad 24 auf. Ins Auge stachen dabei zunächst ungewohnt große Räder, die freilich beste Fahreigenschaften auf der Straße in Aussicht stellen. Nachdem wir uns ein wenig an ihren Anblick gewöhnt hatten, fielen uns weitere Details auf, die richtig gut waren. Allen voran die Qualität der Lackierung und zahllose auf Hochglanz polierte Aluteile. Damit sich während der Fachgespräche auf der Custom Quad 2016 die Kleinen nicht langweilen, gab es ein buntes Rahmenprogramm inklusive Kinder-Quad-Parcours.
Den dritten Platz auf der Custom Quad 2016 erlangte eine Kymco, und zwar die Maxxa 300 Wide von Kevin Nürenberg, über die wir bereits in ATV und Quad 2015-3-4 berichtet haben. Abgesehen von einer aufwendigen und technisch perfekten Lackierung verfügt der Supermoto-Umbau über ein sehr aufwendiges Entertainment-System mit Bildschirm inklusive Lautsprechern. Also, LTZ, was rauchst du, dass du auf so einen Pimp kommst? Ist eigentlich ganz einfach. Bio-Flacheisen mit Zylinderkopfbähnen. Habe ich ja genug von. Martino Cesario, der in der deutschen Meisterschaft der Pizzabäcker den zweiten Platz in der Kategorie Geschmack errungen hat, billigt diesen mit seiner Suzuki LTR 450 im Makita-Dekor auch auf der Custom Quad 2016. Wir laufen die letzten 3,5 Minuten in diesem Training der Top-Kategorie Open. So, hallo, ich bin der LTZ aus dem Forum, Bad Pommersar Forum. Und in erster Linie sage ich mal, wahre Schönheit kommt von innen. Denn bei dem Quad kommt es weniger auf die äußere Erscheinung an, sondern mehr auf die innere Erscheinung von dem Motor. Ich habe also sehr, sehr viel innen am Motor gemacht zur Leistungssteigerung. Ganz hinauf aufs Siegerpodest schaffte es Mario Kramer, der seine Yamaha 660 Raptor mit unglaublichem Aufwand umgebaut hat und das sowohl optisch als auch motortechnisch. Einen Kupplungsdeckel mit Glasfenster und Hintergrundbeleuchtung mag man auch an anderen Raptoren finden. Sicherlich allerdings keinen Lichtmaschinendeckel aus Glas. Gar nicht erst hochrechnen sollte man die Zeit, die Mario zu polieren seine Aluteile benötigt haben dürfte.